Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Golden Sun. Wir sind hier, mitten in der östlichen See. Und ja, ich würde jetzt gerne einmal nach, hier unten reisen, nach, zu den Klippen von Gondowan. Mache ich jetzt mal einfach so ganz spontan und easy. Reise ich einfach mal kurzerhand hin, hab ja sonst nichts zu tun. Denn dort können wir jetzt den Mörser einsetzen und kommen jetzt wahrscheinlich an den Klippen vorbei und können die östliche See endlich verlassen, nachdem wir in den letzten beiden Parts in Lemuria waren. Haben uns dort echt interessante und geile Story angehört zu, Golden Sun. Ich bin, ehrlich Leute, ich bin echt stunned. Ich kann gar nicht aufhören zu spielen gerade. Ist für mich ja kein Problem, ich nehme ja quasi am Stück auf. Von daher passt das schon. Aber naja, ich gehe jetzt erstmal hier weiter, so. Komm, hau mal kaputt und so. Die leben ja irgendwie alle noch. Unglaublich. Ich bin enttäuscht. Warum macht er die nicht einfach kurz fertig und so? So. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Irgendwo müssten hier jetzt gleich die Klippen kommen, an denen wir dann vorbeikommen. Hier. Da können wir dann jetzt hier runterfahren, können da dann einmal kurz Mörser einsetzen. Da geht dieser Felsen nach unten. Und wir kommen hier durch. Ich find's so cool, Mann. So. Da sind wir jetzt. Felix betrachtet das Wasser. Wenn ich noch länger auf das Meer starre, wird mir... So, ich weiß gar nicht, was uns jetzt vor uns liegt eigentlich, ehrlich gesagt. Da ist eine Insel. Da ist ein Kontinent. Da ist noch ein Kontinent. Und da ist noch eine Insel. Und dort oben ist auch noch irgendeine Insel. Geht's auch noch irgendwo hin. Ich würde kurz einen vorschlagen. Diesen Part schaue ich mir erstmal diese Insel hier an. Die ist ja jetzt gerade ziemlich in der Nähe und naja, gucken wir uns die mal erstmal an. Wer weiß, was es dort alles Tolles gibt. Pesthauch, unglaublich. So. Fahren wir dort erstmal hin. Ist eine ganz nette Idee. So. Dann einfach mal quer hier rüber. Mal sehen, wo wir dann ankommen. Spiralmuscheln. Also wir haben neue Gegner, das finde ich ja extrem cool. Machen wir die am besten mal irgendwie mit Djinns oder sowas fertig vielleicht. So. Machen wir das so am besten, glaube ich. So. Weißt du, was die alle alles aushalten und bla, ich bin gespannt. Die kenne ich ja jetzt noch gar nicht. Ich meine, in den letzten Parts, da waren ja immer noch irgendwelche Gegner, die man vielleicht kannte, aber jetzt kommen vielleicht neue Gegner. Das finde ich sau cool. Naja, wir segeln jetzt hier mal rüber. Über die westliche See. Ey, Leute, es ist so cool. Huh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde es so geil. So. Einfach noch ein bisschen weiter. Okay. Pestor. Aber Pestor kennen wir, glaube ich, schon, oder? Die Gegner. So. Naja, erstmal weiter. Läuft ja irgendwie. Oh mein Gott, da sind wieder diese komischen Echsenbiester. Bloß jetzt in Rot. Ein Schilddrache, okay. Kranker Scheiß. Wumms. Sparen, ja, okay. Und du setzt Wolke ein, auch schön. Und du setzt Gericht ein. Mal sehen, ob die das überhaupt überleben. Der hat das überlebt. Ja, ziemlich eindeutig. Kann man nicht anders sagen. Unglaublich, du. Unglaublich. So, setz mal Redox auf dich selbst ein oder sowas. Und du haust Tor rein. Und du machst mal Born vielleicht auf sie. So. Ich finde diese Konter-Idee ja sowieso immer noch so geil. So, aber Tor wird der nicht überleben. Tut mir leid. Da ist jetzt Ende. Schade drum. Ja, da ist irgendwie ein Level up aufgestiegen. Finde ich cool. So, hier sieht es aus, als kämen wir irgendwo. Ja, hier kommen wir zum Rand der Welt wieder. Dann segle ich den einfach erstmal kurzerhand entlang. Ups. Die greifen uns zuerst an und so. Das ist krass und so. Boah. Das kenne ich alles gar nicht mehr. Sowas passiert hier noch. Bla. Oder, und,
halt du da mal. So. Schöne Sache und so. Schöne Sache. So, Flügelschlag. Hau ruhig rein. Felix auch nochmal. Und dann mit Tiamat. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt aushalten. Also bitte komm. Verrenkt. Kein Biester. Was? Gott, das sind wilde Gegner und so. Die. Boah. Ich bin überwältigt, Leute. Ich bin echt überwältigt. Was ist hier los, Mann? So, setzen wir mal Radiusstrahl ein. Ich finde die Attacke auch irgendwie so immer noch total geil. So. Verreckt mal alle schön. Irgendwie. So, Nummer 1 erledigt. So, du dann noch Radiusstrahl und dann sollte da Ende sein. Sehr schön. So, und jetzt sollten wir hier doch irgendwie zu dieser Insel kommen, oder nicht? Jupp, da ist sie. Irgendwo gleich. So, Ferrum einmal, Kanone. Auf euch mal alle ein bisschen irgendwas geheilt und... Ah, ich brauche mehr PP. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt in Lemuria gar keinen Ort gesehen, wo man das hätte heilen können oder sowas. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es total sinnlos, weil ich meine, komm, Lemuria, bitte. Das sind sowieso keine Gegner. Wofür sollen die sich noch erholen, wenn sie das sowieso den ganzen Tag tun, ne? So. Du kannst dann... Ah, Eclipse. Ah, komm, ich probiere das mal aus. Ich bin echt stunned, was das ist, ey. Sparen, okay. Und du setzt nur Strahl ein, okay. So, jetzt mal sehen. Ah, das ist so ein cooler Drache, Mann. Oh, wie cool, Mann. Boah, mega cool, Leute. Das ist ja mega cool, Mann. Ernsthaft, den finde ich cool. Oh, Mann. Coole Sache, ey. Echt genial. So, du kannst jetzt gerade aber keine Dings einsetzen. Dann machen wir Lichtplasma und du machst mal... Excelsior. So, Redox wieder. Lichtplasma, das sollte der eigentlich nicht überleben. Komm. Lichtplasma, hallo. So. Da kommt man an der Insel an. Hui. Und dann sehen wir mal, was wir hier so alles Schönes, Tolles finden. Schläger und so ein komisches Dingsbums da. So, Tiamat. Blitz und Brodem. Und dann ist die Sache geklärt. So. Mal sehen, was Tiamat dagegen ausrichtet. Ich hoffe mal, dass ich da nicht so viele Runden gegen die jetzt habe. So, Nummer 1 erledigt. Das ist schon mal gut. Blüte alle ein bisschen geheilt. Extrem nett. So, du kannst dann Gericht einsetzen und du kannst dann Radiusstrahl nochmal einsetzen. Ich finde es immer noch so cool, Mann. So, dann ein paar PP geheilt, dann Born eingesetzt und dann läuft das alles. So. Gott, der haut aber gut rein, kann das sein? So. Okay, sehr schön. So. Okay. Haben wir hier jetzt irgendwie eine Stadt oder sowas? Ach komm, Leute, ernsthaft. Keine Lust. Komm. Es läuft. Danke. So, okay, hier ist noch ein kleines Dorf. Okay, sehr schön. SW Ateca Island. Es geht. Das Meer westlich von hier stürzt über einen gewaltigen Wasserfall. Wer dies gesehen hat, weiß erst die Erhabenheit der Natur zu schätzen. Mein Kumpel findet, dass ich völlig übergeschnappt bin, weil ich mein Leben riskiert habe, um einmal die großen Wasserfälle zu sehen. Eigentlich will ich aber nur die Schätze finden, die ich auf dem Weg dorthin gesehen habe. Okay. Hi. Westlich von hier befindet sich absolut nichts mehr. Außerdem ist es dort sehr gefährlich. Ihr solltet nicht dorthin gehen. Die Strömungen nahe der Fälle sind so stark, dass sie für jedes Boot den Untergang bedeuten. Hm, naja, geht. So, hier habe ich wahrscheinlich wieder so eine Dings-Geschichte. Schmiech dich mal da rein und so. Hier oben muss ich noch irgendwie einen hinkriegen, okay. Dürf, dürf und so.
So, okay. Hier brauche ich Telekinese, okay. Telekinese habe ich aber nicht, Leute. Hab ich nichts von und bla. So, okay. So kann man das regeln. Okay, wie gesagt, Telekinese komme ich nicht dran vorbei, aber dann versuche ich den anderen Weg vielleicht mal. So. Hier rüber. Eine Drachenhaut, okay, was ist das? Schuppige Drachenhaut, schmiedbar, okay, coole Sache. Naja, muss ich mir merken, dass ich hier nochmal irgendwann hin muss. Sehr viel mehr bringt mir das jetzt gerade auch nicht. Schade drum, aber okay. Dann geht's jetzt, würde ich sagen, zurück wieder zu unserem Schiff und dann gucken wir mal, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier zu diesem Kontinent noch oder... Na komm, nein. Das mache ich im nächsten Part, glaube ich, erst. Ich will jetzt eben noch kurz zum Schiff und dann ist alles gut. Mums. Verreck, du kleiner Penner. So. Cosma geheilt. So, und ich würde dann sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Golden Sun. Da gehen wir dann zu diesem einem komischen Kontinent. Hier, der da und so. Und naja, ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Golden Sun. Bis dahin, tschüss.